Was geht ab, meine Z-Fighter? Osri hier. Und heute was Kurzes wegen dem Glitch, Ella Androids Glitch, was da abging, warum wir so viel Stones bekommen haben. Ich werde das kurz erklären und nebenbei dann summon. Ganz kurz, wenn ihr euch fragt, warum habt ihr dieses nicht bekommen, die 36 Stones, die 35 Stones wieder, beziehungsweise alle Preise, ich werde gleich drüber näher drauf eingehen. Dann liegt das daran, ihr müsst natürlich erstmal die Ella Androids Kampagne überhaupt geschafft haben. Heißt, ihr müsst euch die Androids geholt haben. Wie gesagt, ich werde nebenbei summon beim Vegito Banner mit den Freestones, die wir bekommen haben. Das haue ich mal nebenbei raus. Ella Androids Glitch war nämlich so, nach der letzten, nach dem letzten Data Download, ist es dazu zu einem Glitch aufkommen, zu einem Fehler. Und zwar, wenn man sich nach dem Glitch, das war, je nachdem, wenn ihr das Video anguckt, sagen wir mal einfach, Anfang Februar, ja, zweite Februarwoche war dieser Glitch. Und zwar war das so, dass wenn ihr nach diesem Glitch, nach dem Data-Download, ist dieser Glitch aufgetreten. Wenn ihr da die Missionen der Ella Androids Kampagne bestätigt habt aus den Missionen, habt ihr sie doppelt bekommen. Sie waren dann doppelt in eurer Giftbox, in den Preisen. Heißt, statt maximal 35 Stones, 10 Ella Kai, habt ihr das Doppelte bekommen. 70 Stones, 20 Ella Kai und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste hierbei ist, ihr müsstet die Missionen natürlich geschafft haben. Heißt, wenn ihr die Ella Androids nicht auf 100% gebracht habt, nicht auf SE20, um es einfach kurz zu fassen, nicht die Missionen geschafft habt, der Ella Androids Kampagne, habt ihr diese Preise natürlich nicht bekommen. Ja. Und dann war das so, dass da eine Nachricht rausging, dass sie dieses Glitch beheben werden, beziehungsweise werden die Spieler, die ihre Preise vor diesem Glitch abgeholt haben, darunter habe ich zum Beispiel gezählt, die Spieler werden sie wieder bekommen, beziehungsweise werden dann es auch im Endeffekt doppelt bekommen. Heißt, ich habe die Preise schon vor diesem Glitch geholt damals und hatte quasi 35 Stones insgesamt, 10 Elder Kai. Und für mich, diejenigen, die es quasi schon vor dem Glitch geholt haben, war dann heute quasi in meiner Giftbox dann die anderen 35 Stones, 10 LRK und so weiter und so fort. Also im Endeffekt hat dann jeder quasi, der die Mission geschafft hat, entweder nach dem Glitch, nach dem Data Download, es doppelt bekommen. Oder wenn sie es schon davor gemacht haben, wie in meinem Fall, habe ich es eben auch doppelt bekommen. Im Endeffekt hat es jeder doppelt bekommen. Und das ist halt die Sache. Das wurde dann quasi nicht gefixt, sondern das ist jetzt Standardnorm. Wir müssen das quasi so betrachten, als wären die Preise für die Androids-Kampagne schon sich aus immer 70 Stones gewinnen, 20 Elder Kai und nicht 35-10, ja? Versteht, was ich meine? Das war wie beim Vegito-Bug. Da haben sie das einfach dann so quasi, die haben es nicht gefixt, beziehungsweise dann schon, die haben die Karte released und das so als Norm, als Standard gewählt. Und so ist dann quasi hier im Global mit dem Androids-Glitch ebenso. Das Problem hierbei ist, sie haben ihre Sache nicht richtig gemacht. Irgendwie haben ein paar Spieler trotzdem wieder, als die neuen Preise geholt haben, wieder alles doppelt bekommen, ja. So wie ich das verstanden habe auf Dokkan Reddit oder so. Also mal gucken, vielleicht geht da noch was die Tage wieder rum. Also das ist halt so typisch Bandai, ja, wenn sie so Sachen einfach nicht gefixt bekommen. Anyways, so viel zum Ella Androids Glitch, Leute. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Um es kurz zu fassen, wir haben jetzt quasi, wenn jeder, beziehungsweise diejenigen, die, beziehungsweise hier nebenbei haben wir noch kein SSR und wir sind fast durch. Diejenigen, die, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Gerade habe ich es gesagt, hier kommt ein SSR. Lass mich kurz unseren Satz beenden, dann gehen wir in den Hype. Wir kriegen garantiert ein SSR mit einem Sing-Sum. 7 Pots und garantiert einer. Im Endeffekt, alle, die die Ella Androids Kampagne gemacht haben, bekommen jetzt quasi alles doppelt. Und mit alles doppelt, sei es vor oder nach dem Glitch, meine ich alles, alles. Teamkosten, Potential Orbs, Zenny-Statuen, die Androids, die Reverse-Medaillen, Ella Kai, alles, alles, alles. Und mit diesen Freestones quasi machen wir unsere Single-Summon. Bzw. die Single-Summons. Und hier, an der Stelle, wenn euch das Video bis jetzt geliked habt, wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst ein Like da. Hier ist meine Gedankensprünge. Wenn ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ich hoffe, euer Like hier hilft mir, hier einen guten SR zu ziehen. Denn das ist jetzt garantiert einer. 7 Pots, wenn ich richtig gezählt habe, ist garantiert ein SSR. Super Saiyan 2. Komm schon, komm schon.
Ja. Hashtag nicht gefeatured. Das ist halt so quasi. Es ist unbelievable. Ohne Spaß, ohne Spaß. Ein S ist ja alles schön und gut. Gib mir doch einen gefeaturten. Ja. Warum muss der nicht gefeatured sein? Aus diesem. Da war gerade so viel Hype dahinter für nichts, wenn ich ehrlich bin. Future Gohan. Es gibt deutlich bessere Karten. Ja, GG. Oh mein Gott, echt, also. Oh, oh mein, yeah, bitte. Und wie beenden wir das Ganze? Wir haben gar nichts, keine Animation, nichts. Wir bleiben auch Baseform. Ob hier noch was passiert, glaube ich nicht. Kommt noch der ultimative Troll Yamcha. GG. Oh, das ist halt so. Oh mein Gott, das ist halt typisch Dokkan, ja. Kriegen wir schön Free Stones. Also, ich habe ein SSR gezogen aus 45 Stones. Geil. Quasi ein Multisum, ein SSR, mehr oder weniger. Aber um Gottes Willen, warum ist dieser nicht gefeatured? Es trifft mich immer und immer wieder. Das größte Problem im Dokkan ist, bei so Bannern, es kommen immer mehr SSR, immer mehr SSR. Und in diesen Bannern werden immer mehr auch SSR drin sein, auch wenn sie nicht gefeatured sind. Und beste Beispiel ist gerade in JP zum Beispiel. Du kannst bei LJP, da sind in den LR-Vegito-Bannern, glaub an die 160 SSR pro Banner. Wie willst du da die LS ziehen, auch wenn sie. Und na klar, sie sind gefeatured, aber der Charakterpool ist zu groß. Das ist nicht immer so. Aber bei vielen Events ist das, bei Bannern ist das so vielen Bannern. Ja. Deswegen sage ich zu euch, ich mag so Dual Dokkan Festival wie die von Rosé und Vegito Blue, was so noch kommt. Denn da sind nur Super Types und nur Extreme Chars. Und da ist der SSR Charakterpool, der ganze Charakterpool an sich viel, viel geringer. Da sind nur vielleicht 70 SSR oder so drin. Es gibt ja nur so und so viele Extreme SSRs und so viele Super SSR. Aber in so einem Banner sind halt fast alle SSR drin, die es gibt. Natürlich außer die LR. Ja, also an der Stelle haben wir über Glitch geredet, haben wir über die Banner ein bisschen geredet, sag ich mal. Ich hoffe, da tut sich mal ein bisschen was wegen den Bannern. Ja, viele andere Gacha-Games haben da viel, viel bessere System. Dass wenn du nach dem so und so vielen Multis haben, garantiert einen der Gefeaturten bekommst. GG, wie bei Naruto Blazing zum Beispiel, fällt mir da ein. Oder Fire Emblem Heroes an sich auch. Dass deine Rate immer, je öfter du summt, desto höher wird deine Rate, die gefeaturten Charaktere zu sehen. Anyways, ihr wisst ich kann gar nicht mehr reden vor lauter. Von diesem Future Gohan Troll. Anyways, Leute, ihr wisst da Bescheid auf jeden Fall wegen dem LR Androids Glitch. Habt auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace.